Okay, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und einen schönen Abend bei Handelssysteme im Check. Mein Bildschirm müsste man jetzt gut sehen können, man müsste mich auch gut verstehen können. Bitte nochmal ganz kurz um Feedback im Chat bei den Fragen. Und dann starten wir auch schon. Super, das funktioniert. Genau. Okay, also ich bin auch gespannt auf die Strategie. Da gibt es viel Verbesserungspotenzial und viele interessante Aussagen, die wir daraus ablesen können. Ich rufe gerade nochmal meinen Vortrag hier auf, meine Folien. Genau. Was machen wir heute? Kurz der Haftungsausschluss und dann starten wir auch schon bei Handelssysteme im Check. Wir prüfen ja immer Handelsansätze aus der Fachliteratur, aus dem Stocks and Commodities Magazin, aus dem Traders Magazin. Heute haben wir mal wieder ein System von Larry Williams. Larry Williams hat in seinem Buch, ich gucke gerade mal, wie es heißt, Erfolgsrezept Kurzfrist-Trading, einige interessante Ansätze vorgestellt. Die Ansätze basieren auf sehr verschiedenen, unterschiedlichen Logiken. Da sind Saisonalitäten dabei, da sind Chart-Setups dabei, da sind Intermarket-Setups dabei und so ein Intermarket-Setup haben wir jetzt hier vorgefunden. Larry Williams beschreibt das an mehreren Stellen in seinem Buch. Er beschreibt, dass die Anleihen als Vorreiter für den Aktienmarkt dienen. Also wenn die Anleihen steigen, soll man danach, kurz danach oder in der folgenden Zeit dann in den Aktienmarkt gut einsteigen können. Wir schauen uns das mal an. Wir werden uns auch die Korrelation mal ansehen von Aktien und Anleihen. Und ich habe so ein paar Kernaussagen dann auch mal zusammengefasst von Larry Williams. Sehr spannendes Buch, kann ich nur empfehlen. Lohnt sich auf jeden Fall, sich mal anzuschauen. Und ja, auf jeden Fall sehr viele spannende Strategien. Wir werden die Strategielogik natürlich wie immer auf Charts erläutern. Wir werden dann zusammen mit dem Strategy Builder was programmieren in NinjaTrader, werden verschiedene Auswertungen machen im Backtest, werden ja teilweise dann Optimierungen vornehmen. Wichtig bei der Strategie oder generell bei den Strategien von Larry Williams, oder nicht wichtig, aber interessant ist es natürlich, ob diese Strategie auch in der heutigen Zeit noch funktioniert. Larry Williams testete seine Strategien meistens von 82 an bis 98, oft auf dem großen S&P Future Markt und hat bei einigen Strategien dann auch noch aktuelle Ergebnisse beigefügt bis 2011, bei dieser jetzt leider nicht. Also interessant ist es hier wirklich, was macht diese Strategie ab 98 oder ab 97? Ich habe Daten vom S&P Future seit 1997, Ende 97. Das heißt, wir können genau die Zeitspanne testen, bei der die Tests von Larry Williams dann aufgehört haben. Und ganz wichtig, jeder kann natürlich Fragen stellen, eigene Parameter in den Raum werfen, gerne ins Fragenpanel reinschreiben. Wir können auch andere Märkte natürlich testen und andere Ideen. Wir machen hier eine Live-Programmierung und hinterher wird der Code dann auch zur Verfügung gestellt. Okay, kommen wir zum System. Hier ist die Performance des Systems auf dem großen S&P Future. Das heißt, der Kontraktwert oder ein Punktwert ist da $250. Es gab damals scheinbar noch, wie man hier sieht, sehr hohe Kommissionen. Hier sind $45 an Kommissionen mit angerechnet. Die sind im Laufe der Zeit natürlich geringer geworden. Und der Test ist von 82 bis 98. Larry Williams geht bei einem 14-Tage-Hoch der Anleihen am Schluss des Tages oder fast, denke ich mal, am Schluss des Tages, kurz vor Marktschluss im S&P Future Long. Und das ergibt nicht sehr viele Trades. Also die Strategien von Larry Williams haben meistens eine sehr hohe Trefferquote. In diesem Fall hält sich das im Rahmen, haben alle allerdings sehr wenig Trades oder recht wenig Trades. Es liegt daran, dass diese Trades, wir haben hier 81 Trades an der Zahl, dann auch relativ lange laufen, je nach Strategieansatz. Hier sind die durchschnittlichen Kerzen, also Tage. Das Ganze basiert auf Tageskursen für die Gewinner-Trades und hier sind die durchschnittlichen Kerzen für die Verlierer-Trades. Wir haben einen Profit-Faktor von 2,5. Das ist schon mal erstmal sehr gut. Insgesamt ein Profit von $141.000 gemacht und ein Verlust von 95.000. Gewinn insgesamt 236.000 als Differenz, dann diese 141.000, genau. Größte Gewinner liegt bei 24.000 Dollar.
Dollar größter Verlierer bei 14.000 Dollar. Der Durchschnittstrade ist bei 1.750, ist natürlich dadurch auch bedingt oder auch diese Werte, die Höhe der Werte sind dadurch bedingt, dass wir hier den großen S&P Future handeln. Wir werden den kleinen S&P Future handeln, das heißt, man müsste diese Werte eigentlich nochmal durch 5 teilen. Der kleine S&P Future war, glaube ich, damals noch gar nicht verfügbar. Da konnte man nur den großen handeln, dieser Mini S&P Future. Jetzt können wir auch schon mit 50 Dollar den Punkt handeln. Also den S&P Punkt handeln. Genau, die Aufzeichnung wird wie immer hochgeladen dann von TraderFox. Da findet man dann auf der Seite die Aufzeichnung. Ja, also merkt euch gerne hier die Daten. Ich gehe auch nochmal auf diese Grafik hinterher zurück. Spannend ist natürlich die Profitabilität. Jetzt hier ist die nicht sehr aussagekräftig. Deswegen nehmen wir mal den Profit Factor 2,5. Das sollten wir ungefähr erreichen. Wir sollten den Drawdown, wo ist er? Intraday Drawdown hier ist 20.000 durch 5 geteilt von 4 oder 5.000 Dollar ungefähr erreichen. Und eine Equity-Kurve hat er jetzt hier nicht aufgelegt. Aber das System sollte auf jeden Fall etwas Positives abwerfen. Er spricht hier in dem Buch von 13% Drawdown. Okay. Auf die Strategie-Details gehen wir dann gleich nochmal auf eine der nächsten Folien ein. Die Kernaussagen der Strategie sind ein bisschen verteilt im Buch. Ich habe einfach mal einige zusammengefasst, weil am Anfang des Buches ein bisschen was erzählt wird über Anleihen und dann zum Ende des Buches einfach nochmal diese Grafik aufgelegt wird. Manchmal muss man sich so ein paar Sachen aus diesem Buch heraussuchen und zusammensuchen von Larry Williams. Er sagt zum Beispiel, dass Aktien am Montag stark sind, dass Aktienanleihen folgen, also Anleihen einen gewissen Vorreitereffekt haben für Aktien und Anleihen dann selbst am Dienstag steigen. Das muss in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so sein. Wir kennen das ja von einigen bekannten Systemen auch, dass Aktien vielleicht eher dazu tendieren, dienstags zu steigen, Anleihen ja vielleicht auch jetzt an einem anderen Tag, aber das waren so die Kernaussagen von Larry Williams. Anleihen bestimmen also die Richtung als Vorläufer für den Aktienmarkt. Deswegen kann man, wenn die Aktien, wenn die Anleihen ein neues Hoch machen, ein neues X-Tageshoch, 14 Tage hat Larry hier angegeben, also aus ihrem Kanal ausbrechen, soll er das beschrieben, könnte man im Aktienmarkt long gehen. Und das Ganze wird dann mit dem S&P umgesetzt. Man könnte natürlich auch Einzelaktien damit handeln. Das muss man im Hinterkopf behalten. Dann sagt er noch, nimmt er noch Gold hier auch mit rein in diese Kernaussagen. Er sagt zum Beispiel, dass Gold am Freitag steigt, dass Anleihen sich konträr zu Gold verhalten. Also wenn Gold steigt, dann fallen die Anleihen und wenn die Anleihen ja, steigen, dann fällt Gold. Gold steigt, Anleihen fallen und damit auch die Aktien. So könnte man das im Prinzip daraus ableiten. Gold wäre also ein weiterer möglicher Intermarket-Filter. Wir müssen mal sehen, dass wir den dann hinterher noch in die Logik mit einbauen und auch hinzuprogrammieren. Das könnte man ja zum Beispiel als einfacher SMA hinzunehmen als Logik, dass wir sagen, wenn wir oder wenn Gold über dem SMA von 20 Tagen, 50 Tagen oder 200 Tagen liegt, dass man dann, ja, dass dann die Anleihen fallen sollen und dass man dann halt nicht in den Markt geht. Wenn Gold allerdings fällt, dann sollten die Anleihen steigen, damit dann natürlich auch die Aktien. Wir schauen mal, ob dieser Filter, ob diese ja, Intermarket-Analyse so korrekt ist. Sie war damals korrekt scheinbar, sonst würde er natürlich nicht auf die Ergebnisse von dem System kommen. Ich habe jetzt mal ein paar Charts zusammengesucht und Entschuldigung, habe einfach von 98 mal bis 2018, 20 Jahre, hier die Werte aufgelegt. Hier oben sind die Anleihen. In Wochenchart, ich habe jetzt mal 10 Jahres Anleihen genommen. Und unten ist der IS, der kleine Mini-S&P. Hier sieht man eigentlich auch schon mal sehr schön einen, ja, teilweise sogar konträren Verlauf. Ich hätte jetzt auch eher gesagt, dass Aktien und Anleihen etwas konträr laufen. Und ja, teilweise sieht man auch diesen parallelen Anstieg, so wie Larry Williams das beschreibt. Aber ich wollte mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen, wie laufen jetzt die Märkte. Und dann bin ich hergegangen und habe einfach mal die Korrelation bestimmt. Der Martin König hatte so einen schönen Korrelationsindikator geschrieben für den Trading-Raum. Und der soll natürlich auch genutzt werden für andere Ideen und Auswertungen. Habe ich jetzt einfach mal hier
mir geklaut und verwendet. Vielen Dank, Martin, an dieser Stelle. Hier sieht man dann die Korrelation mit dem Korrelationskoeffizienten der letzten 55 Wochen, also ungefähr ein Jahr von den Anleihen zu den Aktien. Und wir sehen, dass ja die Korrelation überwiegend im negativen Bereich ist, wenn man jetzt ZN als Vorreitermarkt nimmt und ja nicht im positiven Bereich. Ich hätte jetzt vielleicht eher erwartet, dass diese Korrelation im positiven Bereich, also über 0 liegt. Wir haben ja den Korrelationskoeffizienten, der geht von 1 bis minus 1. 1 heißt total positiv korreliert. Wenn das eine steigt, steigt auch das andere. Minus 1 heißt total negativ korreliert. Wenn das eine steigt, fällt das andere. Und die ersten Eindrücke, die wir jetzt in dem vorherigen Bild hatten, ich zeige das nochmal ganz kurz, wie jetzt hier zu sehen, die bestätigen sich eigentlich, dass sie eigentlich die Korrelation oder von der Korrelation her Aktien und Anleihen jetzt hier eher ja gegenläufiger Natur sind. Also ich bin gespannt, was bei dem System dann hinterher rauskommt. Wir testen, muss man sagen, hier immer noch 98 beziehungsweise mit der Korrelation seit 2001 und nicht 82 bis 98. Das spricht aktuell dafür, dass sich die Märkte geändert haben, was auch ja rein von der Überlegung her, von der Logik her sinnvoll erscheint, dass diese Märkte oder dass generell die Märkte sich über die Zeit hin ändern. Dann habe ich mir noch Gold angeschaut, Anleihen zu Gold. Hier ist wieder seit 98 der Anleihenchart oben, ZN und Gold, GC. Das sind jetzt ganz unterschiedliche Kurven. Gold ist bis 2012, Ende 2011 eigentlich nur gestiegen. Anleihen haben sich ja ein bisschen volatiler beziehungsweise ein bisschen ja schwankungsfreudiger gezeigt in dieser Zeit. Danach ist Gold ja eigentlich jetzt immer noch in so einem langfristigen Abwärtstrend. Aktuell reguliert sich das wieder ein bisschen. Und die Anleihen laufen auch ja dann eher seitwärts seit 2012, 2013 eher fallend. Also hier kann man jetzt nichts, also für mich jetzt nichts Großartiges ablesen. Deswegen habe ich auch mal die Korrelation hier aufgelegt. Und hier sehen wir, dass die Korrelation von den Anleihen zu Gold sich eher im positiven Bereich abspielt, also über der Null. Das heißt, wenn die Anleihen steigen, steigt auch Gold. Das fand ich jetzt auch sehr interessant, weil das ja auch eigentlich eine gegenläufige Aussage zu dem ist, was Larry Williams sagt, dass ZN und GC, also Gold, dann entsprechend gegenläufig unterwegs sind. Also es wird immer spannender, was bei dem System am Ende rauskommt. Dann schauen wir uns noch die Aktien zu Gold an, was auch sehr spannend ist. Hier ist dann wieder der ES-Chart auf Wochenbasis und der GC-Chart auf Wochenbasis. Und ja, hier sehen wir zumindest ab 2012, dass der Aktienmarkt in einem starken Aufwärtstrend gewesen ist oder immer noch. Ja, eigentlich immer noch ist. Wir hatten eine kleinere Korrektur jetzt im Februar und der Goldmarkt fällt. Also hier sehen wir schon so eine gewisse Gegenläufigkeit seit 2012. Davor, ja, es ist schwierig, hier mit bloßem Auge eine Aussage zu treffen. Auch hier wieder die Korrelation. Und hier finde ich es ganz interessant. Hier mittelt sich das Ganze eigentlich. Hier sieht man sehr schön, dass sich über die Zeit hinweg, klar, das sind jetzt Wochen, das sind jetzt 55 Wochen. Vielleicht hätten wir auch einfach einen geringeren Zeitraum nehmen müssen für die Korrelationsberechnung. Ich habe jetzt hier diesen ein Jahres- oder fast ein Jahreszeitraum genommen. Und hier sieht man sehr schön, dass Aktien und Gold ja um den Nullpunkt eigentlich herum schwanken, dass sie sich also gegenseitig aufheben und dass da fast keine Korrelation besteht im Durchschnitt. Das ist, denke ich, bei diesen drei Charts, wo wir die Korrelation gesehen haben, sehr schön erkennbar. Und ja, das sind spannende Aussagen, die, wie ich finde, eigentlich eher gegensätzlich zu dem stehen, was Larry Williams da gesagt hat. Also gegensätzlich, ich lege die nochmal ganz kurz auf, zu diesen Kernaussagen, die wir hier auf dieser Folie hatten, dass die Anleihen der Vorreiter für die Aktienmärkte sind und dass sich Gold konträr verhält zu den Anleihen und damit eigentlich auch konträr zu den Aktien. Aber das konnten wir jetzt mit diesen Charts seit 98 leider nicht so wiedergeben. 82 bis 98, da habe ich jetzt leider keine Daten zur Verfügung. Da mag das so gewesen sein, aber jetzt in der heutigen Zeit, zumindest mit diesen Bildern, mit diesen Charts, ist das leider nicht mehr so. Okay, schauen wir uns die Strategie an. Strategielogik. Wir handeln den S&P 500 Future im Tagesschart.
DNES, da habe ich Daten seit 98, ich glaube Ende 97 zurück, bis ja 2017, 2018. Wir werden jetzt in diesem Fall mal, weil wir auch wenig Trades natürlich haben, wir werden jetzt erstmal keine In-Sample und Out-of-Sample-Phase nehmen für den Backtest. Wir wollen jetzt wirklich nur überprüfen, funktioniert die Strategie so wie gedacht oder so wie damals in der Vergangenheit, heute auch noch in der Zukunft. Indikatoren gibt es hier keine großartigen dazu. Der Entry longseitig passiert beim 14-Tages-Hoch der Anleihen. Larry hat geschrieben, es wird der S&P 500 gekauft an jedem Tag, wenn der Anleihenmarkt über dem Hoch der letzten 14 Tage schloss. Okay, also neues 14-Tages-Hoch mit Ausbruch aus dem Kanal. Stop-Loss entweder bei 3.000 Dollar, Profit-Target haben wir keines. Als Exit, das ist manchmal auch ein bisschen schwierig rauszulesen beim Larry Williams, er nimmt ja normalerweise immer ganz gerne diesen Bailout-Exit. Das heißt, er geht raus, wenn wir den ersten positiven Tag haben, wenn das erste Mal der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs liegt, eine grüne Kerze zum Beispiel. Oder eine weiße Kerze, je nachdem, was für ein Chartbild eingestellt ist. In diesem Fall würde er aber rausgehen bei einem tiefsten Tief der letzten 17 Tage am Anleihenmarkt. Also rein basierend auf dem Anleihenmarkt mit diesem 17-Tage-Kanal. Wir können beide Exits mal testen. Wir können auch diesen Bailout-Exit mal einbauen. Original wäre das jetzt so, dass wir 14 Tage hoch und 17 Tage tief der Anleihen betrachten. Wir handeln wie immer erstmal mit einem Kontrakt, weil initial das Risiko Money Management für mich erstmal völlig uninteressant ist. Ich sage mal, aus einer ganz schlechten Strategie kann ich nicht eine gute Strategie machen, auch nicht mit dem allerbesten Risiko und Money Management. Das funktioniert in 99% der Fälle leider nicht. Wenn wir was Gutes gefunden haben oder wenn wir das Ganze ein bisschen zum Beispiel volatilitätsbasierend traden wollen, mit einer volatilitätsbasierenden Kontraktanzahl oder CFD-Anzahl oder was auch immer, dann können wir uns hinterher Gedanken darüber machen, wenn die Strategie unseren Anforderungen, unseren Kennzahlen entspricht. Okay, wir testen wie immer im Ninja Trader 8. Wir haben ja Daten von CQG und von Norgate zur Verfügung. Strategie ist im Strategy Builder erstellt worden. Das heißt, ihr habt hinterher die Möglichkeit, die in den Strategy Builder reinzuladen und die auch zu verändern. Ich habe die Strategie schon vorab mal erstellt. Ich gehe trotzdem noch auf die einzelnen Schritte ein, damit hier nach und nach auch der Umgang mit dem Strategy Builder erlernt wird und nach und nach auch dann entsprechend ja jeder mit diesem Strategy Builder immer besser zurechtkommt und immer besser arbeiten kann. Wir könnten als Anpassung und Erweiterung, das sind jetzt meine Vorschläge, ihr könnt gerne eigene Vorschläge auch noch reinschreiben, gleich ins Fragenpanel, Gold zur Trade-Bestätigung nehmen. Wie ich eben schon gesagt habe, wir wollen dann nur handeln, wenn Gold in einem Abwärtstrend ist. Das habe ich auch noch nicht mit eingebaut in meinen Test, aber sicherlich sehr spannend und sollten wir auf jeden Fall mal angehen. Dann könnte man das natürlich mit dem DAX und mit dem Bund testen, wenn noch Zeit ist. Das schauen wir uns mal an oder wenn wir noch Lust haben, könnten wir überlegen, ob das Ganze auch auf dem deutschen Markt mit dem Bund Future funktioniert. Das hatte ich auch noch nicht getestet. Wäre spannend mal zu sehen, ob das auch ja in Europa funktioniert oder in Deutschland funktioniert. Okay, dann schließe ich mal die Präsentation und dann gehen wir mal in den ersten Chart hier rein. In den ES-Chart und den ZN. Das ist der Chart von eben, den wir gesehen haben. Wir können uns ein bisschen näher hier ran und raussuchen und ich zeige noch mal ganz kurz so eine Situation, wo gehandelt wird, damit es noch ein bisschen verständlicher wird. Hier sind jetzt Daten geladen bis 4.5.2018 und die Anleihenmärkte sind aktuell ja am Fallen, zumindest der ZN hier. Wir müssten jetzt hier einen Indikator reinladen, den können wir uns auch gleich anschauen zu einem neuen 14-Tages-Hoch. Das können wir mal kurz machen, weil wir den auch gleich verwenden. Das ist der Max-Indikator. Der Max-Indikator von 14 Tagen auf dem ZN. Und wir wollen den auch in Panel 2 anzeigen lassen. Und hier sehen wir jetzt das 14-Tages-Hoch, beziehungsweise auf den Schlusskursbasis, auf der Schlusskursbasis ist hier noch eingezeichnet, wann die Anleihen aus ihrem Kanal ausbrechen. Hier ist das zum Beispiel gegeben oder hier ist das zum Beispiel gegeben und dann würde man hier in den ES einsteigen. Wir programmieren das Ganze gleich, und dann werden wir auch sehen,
wie das gemeint ist. Also das ist im Prinzip dieser Kanal und diesen Ausbruch handeln wir. Okay, schauen wir uns die Strategie an. Ich denke, die Logik ist klar, ist auch relativ einfach. Wir haben hier nur einen Vergleichswert. Das heißt, wir gehen in den Strategy Builder. Habe ich den schon offen? Nein, habe ich nicht. Wir gehen hier auf Neu Strategy Builder. Und ich habe die Strategie hier schon vorbereitet. Aktien folgen Anleihen. Und habe jetzt hier erstmal nichts verändert. Wir haben jetzt hier als weitere Datenserie, die wir natürlich benötigen, den ZN. Ich habe mir hier so einen Endloskontrakt von einer anderen externen Datenquelle reingeladen, damit ich hier auch von den Anleihen, ebenso wie von dem ES dann halt seit 98 oder 97 zurück die Daten habe. Ich glaube, von den anderen habe ich sogar noch viel früher die Daten zurück, aber leider nicht vom ES. Dann haben wir hier als nächstes die Inputs und Variables. Hier haben wir jetzt den Stop-Loss, den Larry auch angesprochen hat, von initial 3.000 Dollar. Er hat, also es gibt viele Rechtschreibfehler in diesem Buch, wenn man sich das auf Deutsch kauft. Hier stehen noch 3.000 Punkte als Stop. Das kann ich mir nicht vorstellen. Damit ist sicherlich 3.000 als Dollar gemeint, als Dollarwert, da Larry Williams immer sehr gerne einen Dollar-Stop nimmt. Dann haben wir hier das X-Tages-Hoch, was wir auch anpassen können, was wir hier auch bei den Parametern hinterher anpassen können mit 14 Tagen und das X-Tages-Tief mit 17 Tagen. Und mehr Parameter brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Die Strategie ist recht einfach gehalten. Ich gehe jetzt hier auf die Conditions und Actions. Ich frage immer ganz gerne ab, damit ich das auch sehe in den Sets. Ist nicht immer unbedingt notwendig, aber macht die Strategie ein bisschen übersichtlicher. Ich möchte nur handeln, wenn ich flat bin. Wenn ich das nicht drin habe, könnte ich theoretisch auch mehrere Positionen eingehen, wenn dieses Kriterium, was hier als nächstes folgt, dann öfters erfüllt ist. Und das hier ist jetzt, sieht ein bisschen wild aus. Das höchste Hoch der Anleihen muss an der letzten Kerze aufgetreten sein. Ich gehe mal hier mit dem Doppelklick hin. Dann sieht man das nochmal ein bisschen besser. Ich habe ja das Hoch ausgewählt und zwar nicht das Hoch von meiner initialen Datenserie, also nicht vom ES, sondern das Hoch vom ZN. ZN ist dieser Endloskontrakt mit dieser Raute. Und wenn das größer oder gleich ist, das Hoch vom ZN 14 Tage zurück. Das ist das Maximum, dieser Maximumindikator, den wir eben auch schon eingeblendet hatten auf dem Chart. Der berechnet mir halt immer vom Hoch oder vom Close, je nachdem, welche Inputserie ich hier auswähle, diesen Wert. Und wenn unser aktuelles Hoch größer oder gleich ist dem Hoch vom ZN von den letzten 14 Perioden, dann haben wir ja ein neues höchstes Hoch gemacht und dann würde Larry Williams jetzt zum Close in den Markt gehen. Wir können hier mit NinjaTrader, wenn wir hier auf Tageskurse arbeiten, dann nur zur Eröffnung des nächsten Tages in den Markt gehen. Wir nehmen also diese Übernachtchance oder dieses Übernachtrisiko nehmen wir nicht mit. Okay, ich denke, das ist soweit klar. Das ist nur eine Anweisung. Dann gehen wir long in den Markt mit einer Default Quantity, also mit einem Kontrakt hier in diesem Fall. Und wenn das Tief, das ist genau die konträre Bedingung, das Tief der Anleihen, das Tief des ZNs kleiner gleich ist, dem Tief wieder auf Tagesbasis von diesem X-Day-Low, also von den 17 Tagen, dann gehen wir raus aus dem Markt. Und dann habe ich hier noch als Stop und Target, Set Stop Loss, Currency, Stop Loss in Dollar. Da müssten 3.000 Dollar dann initial stehen. Okay, ich denke, das ist soweit klar. Ich kompiliere das Ganze mal und übersetze das in Maschinencode, damit NinjaTrader das auch erkennt und damit wir damit arbeiten können. Und dann haben wir hier schon die Strategie. Wir nehmen nochmal die initialen Werte. Ich habe gerade zweimal das Kompilieren gehört. Das liegt daran, dass der Editor noch auf ist. Den mache ich mal kurz zu. Also wir haben einen Stop-Loss von 3.000 Dollar, ein X-Tageshoch von 14 Tagen und ein X-Tagestief von 17 Tagen. Wir haben den ES, den wir handeln, von 97 bis 2018. Wir betrachten jetzt keine In-Sample- und Out-of-Sample-Phase. Das haben wir in anderen Folgen von Handelssysteme im Check gemacht, ist natürlich sinnvoller, wenn wir erst auf einer In-Sample-Phase unsere Tests ausführen und dann auf einer Out-of-Sample-Phase oder sogar mit einem Walk-Forward-Test das Ganze für einen Echtgeldbetrieb vorbereiten. Hier ist jetzt wirklich Ziel zu prüfen, funktioniert die Strategie überhaupt noch. Kommission habe ich jetzt mal mit eingebaut, Slippage berechne ich eigentlich nie mit ein, weil ich nicht weiß, was die Strategie im Live-Trading mir an Slippage gibt. Deswegen finde ich das mal ein bisschen irreführend, die habe ich jetzt nicht mit drin. Larry Williams hatte ja sogar die 45 Dollar an Kommissionen mit drinnen.
Wir, ich glaube, sind jetzt hier bei $3 oder so, ist hier jetzt eingestellt. Das müssen wir gleich sehen. Okay, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Funktioniert's? Es funktioniert. Und wir sind positiv dabei. Das ist doch schon mal sehr schön. Larry Williams hat von 1982 bis 98 getestet, also 16, 17 Jahre. Wir haben jetzt hier fast 20 Jahre. Er hatte 81 Trades. Wir haben 174 Trades jetzt hier rausbekommen. Er hatte eine Trefferquote von 53%. Wir haben 55,75%. Wir haben jetzt müssten jetzt eigentlich nur ein Fünftel des Profits haben. Er hatte ja 141.000 mit dem großen S&P. Wir haben jetzt hier 50.000 mit dem kleinen. Das sind $250.000. Also vom Profit her sieht das sehr gut aus. Profit Factor aber leider nur bei 1,27. Er hatte 2,45 oder 2,5 als Profit Factor. Das liegt daran, dass unser Drawdown immens hoch ist. Wir haben hier einen Drawdown von $35.000. Wenn wir den mit 5 multiplizieren, kommen wir fast auf 100 oder mehr als 150.000. Er hatte 20.000 Intraday Drawdown. Wir haben hier nur den tagesschlusskursbasierten Drawdown. Der Average Trade liegt bei $300. Er hatte, glaube ich, $1.700. Durch 5, ja, passt es ungefähr, ne? Also die Werte sind alle soweit im Rahmen, sehen alle soweit gut aus. Auch die Anzahl Gewinner in Folge, Anzahl Verlierer in Folge, das sieht auch alles sehr gut aus. Das Einzige, was nicht gut aussieht, ist leider dieser Drawdown. Ja, schauen wir uns mal die Kurve an dazu. Und dann sehen wir, warum das Ganze auch so schlecht geworden ist. Und zwar hier 2001, 2002 gab es hier einen Marktcrash. Zumindest in Deutschland, da gab es ja diese neue Marktkrise. Ich glaube, in den USA gab es da auch einen Crash dann dazu und deswegen hat das System das Ganze hier leider nicht so überlebt. Okay, aber wir können das System ja verbessern. Ich bin jetzt mal gespannt, was für Verbesserungsvorschläge kommen und wie wir das Ganze hier jetzt auch angehen, weil es ja natürlich nicht schlecht aussieht. Also es funktioniert erstmal so wie bei Larry Williams. Leider ist der Drawdown ein bisschen zu hoch. Wir könnten jetzt hier natürlich mit einem 10-Tages-Hoch mal testen. Wir könnten auch mal mit einem 20-Tages-Hoch das Ganze testen oder mit einem X-Day-Low. Dann kommen wir hier teilweise auf bessere Werte, aber wir kommen hier eigentlich nie in den Rahmen. Ich habe das zumindest nicht geschafft durch einfache Tests, wie jetzt Larry gesagt hatte. Also der Drawdown bleibt immer auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Interessant wäre jetzt vielleicht, den Stop-Loss mal anzupassen. Die Volatilität ist ja größer geworden in den Märkten. Das heißt, wir brauchen vielleicht auch einen weiteren Stop von 5.000 oder auch von $10.000 mit einem S&P-Kontrakt. Man kann das Ganze natürlich auch mit CFDs oder sowas handeln. Dann hätte man hier auch einen geringeren Stop. Und ja, also man kann sich die Werte hier ein bisschen zurechtbasteln. Wir optimieren jetzt hier natürlich auf diese Periode in der In-Sample-Phase. Das ist mir auch bewusst. Aber wir kriegen hier jetzt teilweise bessere Werte raus. Das ist gar nicht so schlecht mit $64.000 Gewinn und $17.000 Drawdown. Profit Factor von 1,65 haben sogar 64% profitable Trades. Aber hier diesen Drawdown 2001, 2002 kriegen wir nicht ganz weg. Okay, ich habe da nochmal nachgelesen. Hab das mal noch nicht getestet, das wird auch gleich spannend werden. Er hat ja geschrieben, wenn der Anleihenmarkt über dem Hoch der letzten 14 Tage schloss. Und was ich aber jetzt gemacht habe am Anfang, was ich eingebaut habe, war, dass ich hier das Hoch genommen habe und nicht den Schlusskurs. Er hat geschrieben, schloss. Also müsste man hier eigentlich hergehen und den Schlusskurs nehmen, das Close vielleicht nehmen, vom ZN. Anstatt dem Hoch. Das könnte es sein. Da müsste man hier aber eine Bar zurückgehen, weil der Schlusskurs natürlich an der letzten Bar niemals größer gleich als das Hoch sein kann. Deswegen müsste man hier eine Kerze zurückgehen, dass der Schlusskurs auf Tagesbasis größer gleich dem Hoch des letzten Tages ist oder des maximalen Hochs der letzten 14 Tage ist. Das könnte man mal testen. Ich weiß nicht, ob er das mit dem Tief auch so gemeint hat, das lassen wir jetzt erstmal so, kompilieren das mal und testen mal, ob das eine Verbesserung bringt. Und er geht ja auch zum Schlusskurs rein. Vielleicht ist dieser Schlusskurs oder aus meiner Erfahrung ist der Schlusskurs sehr, sehr wichtig und kann schon einiges an Performance bringen. Im FDAX ist das noch wichtiger als im amerikanischen Markt,
aber das kann natürlich auch einiges an Veränderungen bringen. Okay, testen wir wieder mit den initialen Werten. 3000, 14 und 17 waren die initialen Werte. Und schau mal an, was passiert. Ja, und wie wir sehen, kommen wir leider nicht auf bessere Ergebnisse. Wir kommen sogar auf noch einen höheren Drawdown bei weniger Profit. Ich gehe nochmal auf unsere besten Werte eben. Das waren 10.000, X-Tageshoch waren 20 und X-Tagestief waren, glaube ich, 10, ohne jetzt hier die Parameter mit dem Optimierer durchlaufen zu lassen. Ja, also wir kommen leider nicht auf so viel bessere Werte. Also es scheint jetzt hier fast egal zu sein, ob man das Close oder das Low nimmt. Ja, wir kommen jetzt 2017 hier auf das Close oder das Hoch, Entschuldigung. Wir kommen jetzt hier auf 17.000 Drawdown, aber insgesamt ja, gefällt mir hier dieser Bereich von 97 bis 2004, 2005 gar nicht. Also es sieht fast so aus, als würde die Strategie nicht mehr so gut laufen, seitdem Larry sie veröffentlicht hat oder seitdem Larry ja, diese Tests auch veröffentlicht hat. Das ist sehr interessant, aber schlecht ist sie auch nicht, muss man sagen. Wir haben jetzt hier 70% Trefferquote. Wir gehen jetzt nochmal in den Strategy Builder rein und werden das hier jetzt nochmal ändern zu dem Hoch. Ich hatte mir jetzt mehr erhofft von dem Close. Ich hätte das vorher auch nicht getestet, weil mir das eben nämlich erst aufgefallen ist. Und wir werden jetzt hier nochmal bei dem Hoch einfach bleiben. Und was wir jetzt machen, wir werden jetzt mal Gold hinzunehmen. Das oder dadurch erhoffe ich mir sehr viel. Wenn es jetzt keine Fragen von euch gibt oder Ideen noch von euch gibt. Ja. Der Stop müsste auch natürlich kleiner sein. Ja, das könnte man auch mal testen. Ja, das wäre interessant, ob der Stop dann bei 3000 Dollar liegt oder ob der Stop dann darunter liegt. Das könnte man gleich auch noch mal testen. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ja, wir testen jetzt oder nehmen jetzt noch hier Gold dazu. Dafür müssen wir Gold hier noch als Additional Data hinzufügen. Und müssen hier auch nochmal auswählen, wir wollen Gold als, ja, das ist der Bund Future, den wollte ich nicht, wir wollen Gold, da habe ich auch einen Endloskontrakt geladen, meine ich, warum hat er den nicht genommen? Da ist er. Gold auf Tagesbasis, das ist dann unsere zweite Data Series, die wir hier hinzufügen und wir wollen nur handeln, wenn Gold in einem Abwärtstrend ist. Dafür nehmen wir nochmal eine weitere Input-Variable hier mit auf oder einen weiteren Parameter mit auf. Gold-SMA-Periode nennen wir die mal. Von, ja, bleiben wir mal auf der langfristigen Seite erstmal von 200. Dann können wir die auch anpassen und wollen angeblich zumindest früher konträr zu den Anleihenmärkten. Und wir wollen jetzt nur handeln, wenn der Close-Preis. Dafür wähle ich dann hier Gold aus, also Close von Gold, kleiner ist als der SMA-Indikator. Also als der gleitende Durchschnitt von Gold mit dieser SMA-Periode. Das heißt, wenn Gold fällt, sollten Anleihen steigen und dann sollten natürlich auch die Aktien steigen. Und den Test habe ich noch nicht ausgeführt. Ich bin gespannt, was rauskommt, ob diese Intermarket-Korrelation, diese Intermarket-Analyse noch stimmt und ob wir damit was machen können. Das sind die Ergebnisse, die besten Ergebnisse von eben. Ich gehe jetzt nochmal zurück auf 3.000 Dollar und 14 und 17 waren die Perioden. Wir bleiben jetzt erstmal bei dem 200er SMA von Gold. Wir erwarten jetzt einige Trades weniger als die 179 von eben. Das stimmt. Ich hätte jetzt aber auch viel weniger Drawdown erwartet. Gehen wir bei dem SMA von Gold mal auf 20 runter. Ja, der Drawdown ist einfach gleich hoch. Wir kriegen auch mit dieser Gold-Korrelation den Drawdown nicht richtig in den Griff. Und das ist genau das, was wir visuell schon auf den Charts gesehen haben, dass sich scheinbar die Märkte und diese Intermarket-Korrelation auch über die Jahre hinweg geändert hat, zumindest ab 98 bis 2018. Dazwischen vielleicht auch nochmal, aber das war jetzt der Zeitraum, den wir uns angesehen haben. Also auch Gold bringt uns hier nicht, 100 wollte ich eingeben, auf den richtigen Weg. Wir geben nochmal die besten Werte von eben ein, 10.000. 2020 zum Beispiel, da hatten wir ja 1,77 als Profit Factor, haben wir immer noch, aber der Drawdown, den kriegen wir einfach nicht richtig in den Griff. Okay, schade, dann müssen wir Gold wieder rausnehmen. Ich hatte mir jetzt wirklich viel erhofft von Gold,
aber da müssen wir hier Gold wieder entfernen. Ich möchte noch, bevor wir auch nochmal uns den Stop-Loss genau ansehen, das war ja die Frage von eben, ob der nicht auch geringer sein müsste. Ich möchte nochmal ein anderes Exit-Kriterium hier einbauen. Wir programmieren ja hier live und wir haben in der letzten Folge oder vorletzten Folge, wo wir auch eine Strategie von Larry Williams besprochen hatten, gab es ja einen sogenannten Bailout-Exit. Und dieser Bailout-Exit hatte ich eben schon kurz angesprochen, der zieht immer dann, wenn das Close höher ist als das Open, also der Schlusskurs höher ist als der Eröffnungskurs. Und das wollen wir uns jetzt nochmal ansehen. Wenn wir aktuell, wo wir das hier sehen, sind wir 35 Tage im Markt. Wir haben eine sehr langlaufende, langfristige Strategie. Interessant ist jetzt, wenn wir diese Charakteristik der Strategie einfach ein bisschen anpassen, mit einem von Larry Williams schon beschriebenen Exits. Wir nehmen mal hier dieses tiefste Tief der Anleihen raus und fügen jetzt einfach mal hinzu, dass das Close größer sein muss als das Open. Das kann auch an der ersten Kerze schon passieren, natürlich. Könnte man jetzt noch die Bedingungen hinzufügen, dass wir mindestens eine Kerze warten nach dem Entry. Auch das können wir nochmal machen. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob mit diesem Bailout-Exit wir etwas erreichen können, ne? Und ihr merkt schon, ich habe das vorher getestet, weil mir dieses 17-Tage-Tief da eh ein bisschen komisch vorkam, warum er da nicht den Bailout-Exit wieder genommen hat. Ja, und ich meine, es gab hier viel, viel bessere Ergebnisse, wenn wir uns diesen Bailout-Exit ansehen. Wir gehen wieder auf die Originalwerte 3014-17 und wir sehen, dass der Drawdown schon mal um die Hälfte runtergeht auf nur noch 10.000. Also scheinen wir mit diesem Bailout-Exit, ich zeige das auch gleich im Chart, den Drawdown einigermaßen in den Griff zu kriegen, weil wir auch nur noch 2, 2,5 Tage im Markt bleiben. Ich zeige das mal ganz kurz im Chart. Genau. Immer nach einer grünen Kerze gehen wir am nächsten Tag zur Eröffnung raus. Grüne Kerze, nächster Tag Eröffnung raus. Grüne Kerze, nächster Tag zur Eröffnung raus. Das ist das, was ich meinte. Um nicht an der Entry-Kerze rauszugehen, könnten wir gleich auch noch eine Bedingung einbauen und auch nochmal testen. Hier zieht der Stop-Loss, den können wir uns jetzt auch nochmal ansehen, was passiert, wenn der Stop-Loss ein bisschen größer wird. Und die besten Werte hatte ich, glaube ich, wirklich bei einem recht großen Stop-Loss, der kaum gerissen wird. Genau, bei 10.000 zum Beispiel. X-Tageshoch war, glaube ich, bei 10 oder bei 20. Das sind jetzt einfach mal ja, hier willkürliche Werte in dem Rahmen. Oder kann auch bei 14, kann man auch bei 14 belassen. Und dann haben wir auf einmal 60.000 Profit bei nur noch 6.800 Dollar Drawdown. 70% Gewinner. Das ist auch eine Strategie, wie sie mir eher gefallen würde. Das ist so eine Charakteristika der Strategie, wie ich sie gerne einsetze. Mit einem ganz ordentlichen Average Trade. Natürlich nicht mehr so gut wie vorhin, weil wir nicht mehr 20, 30 Tage im Durchschnitt im Markt bleiben, sondern nur noch 2 oder 3 Tage. Aber wir haben auch nur 3 Verlierer in Folge, sehr viele Gewinner in Folge. Also das ist eine Strategie, wie man sie gut einsetzen kann. Wir haben eine gute Masse an Trades, 471. Okay, über 20 Jahre muss man das relativ sehen. Aber im Gegensatz zu eben der Strategie sind wir hier gut aufgestellt. Das Wichtigste ist, der Drawdown hält sich in Grenzen. Warum ist das so wichtig? Weil ich anhand des Drawdowns natürlich eine Strategie auch abschalten kann und auch sollte, wenn dieser maximale Drawdown erreicht ist. Deswegen setze ich am liebsten Strategien mit sehr geringem Drawdown ein und nicht mit so einem hohen wie eben. Schauen wir uns die Equity-Kurve an. Und da sehen wir, dass das Ding ja schon viel, viel besser aussieht als eben und dass wir auch in dieser Phase jetzt von 2001 bis 2005 hier eigentlich sehr viel Profit machen. Wir haben jetzt hier von 2,3 ja, bis 2,6, Ende 2,6 eine Seitwärtsphase, hier nochmal eine Seitwärtsphase. Aber insgesamt gefällt mir diese Equity-Kurve um Längen besser als das, was wir eben hatten. Gold interessiert uns nicht. Wir könnten das jetzt nochmal hinzunehmen, klar. Aber wir haben eben ja schon gesehen in den Grafiken, dass es nicht so gut in der Korrelation zu handeln ist mit den Anleihen und mit den Aktienmärkten wie von 82 bis 98. Schauen wir uns mal die Jahresübersicht an. Das ist die Jahresübersicht. Auch die gefällt mir ausgesprochen gut, muss ich sagen, weil wir immer wieder Jahre, sehr gute Jahre dabei haben und die schlechten Jahre sich hier in Grenzen halten. Hier sind nur 1.000 Dollar Profit oder 1.000 Dollar gegen uns gelaufen, diese Jahre 2011, 2004, 98 und ja, der Durchschnitt dieser Jahre, der ist einigermaßen ja im Rahmen stabil. Es gibt jetzt keine richtig großen Ausreißer. Sondern alles sieht ja im Mittel sehr gut aus.
Genau, ich schaue mal kurz auf die Fragen. Genau, Stop gucken wir uns gleich nochmal an. Funktioniert es auch auf der Short-Seite? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht. Also shortseitig so ein System ist meistens eher schlecht zu handeln. Kann natürlich jeder gleich testen oder morgen dann oder die nächsten Tage testen, wenn der Code dann online ist, dass man dann auch die Short-Seite schnell einbaut. Das ist ja kein Ding. Ja, oder sollen wir das kurz machen? Also besteht Bedarf an der Short-Seite. Wir haben ja eine Long-Bias im Markt, deswegen sind solche Art von Systemen auf Short-Seite meistens immer zum Scheitern verurteilt. Also wir könnten es machen, aber glaubt mir, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn ihr das testet und ich hier Murks erzählt habe, dann schreibt mir bitte eine E-Mail, dann würde mich das auch interessieren. Genau. Okay, was wir noch testen wollten, war der Stop. Wir haben jetzt einen sehr hohen Stop hier getestet und den optimieren wir jetzt einfach mal, weil mich das jetzt auch interessiert, ob wir den nicht auch fünfteln müssen, den Stop. Da will ich jetzt hier keine weiteren Gedanken dran verschwenden, sondern wir geben jetzt einfach mal ab 100 Dollar bis 10.000 Dollar oder machen wir ruhig bis 15.000. Das müsste ja relativ schnell gehen. In Schritten von 100 Dollar wollen wir diesen Stop hier mal optimieren. X-Tageshoch bleibt so, X-Tagestief auch. Gold haben wir gar nicht mehr, beachten wir gar nicht mehr diese SMA-Periode. Die müssten wir eigentlich rausnehmen. Okay. Kriegen wir das in endlicher Zeit durch? Ja, das geht. Das funktioniert. Schauen wir uns das an und jetzt bin ich auch mal gespannt, was diese Optimierung bringt. Schauen wir uns mal diesen Optimization-Graph an. Und ja, wie wir sehen, ist der Stop-Loss ab 9 oder 10.000 Dollar konstant mit einem Net-Profit verbunden. Das kann sein, weil der nie gerissen wird. Das müsste man sich bei den einzelnen Trades mal ansehen. Und vorher, ja, haben wir hier auch so eine recht stabile Masse, würde ich sagen. Zwischen 2.000 und 8.000 kann man das Ganze auch durchaus handeln. Also man könnte auch einen 5.000 Dollar Stop setzen, hätte man 10.000 Dollar weniger Profit. Interessanter wird jetzt die Drawdown-Seite sein, wie die aussieht. Der Drawdown ist auch hier am stabilsten ab, ja, 9.000 Dollar Stop. Das sieht ja jetzt nicht so nach stabilen Werten hier aus. Die Sprünge sind mir hier einfach zu hoch. Man könnte hier mit einem Ausreißer auch weniger handeln, aber ab 9 oder 10.000, wahrscheinlich ist es auch kein Stop, der dann hier verwendet wird, sieht das System einfach am besten aus. Es ist leider meistens so bei Long-Systemen derart, dass die Stops dann meistens dazu führen, dass das System um einiges schlechter wird. Okay, also haben wir diese Optimierung auch gemacht. Bleiben wir jetzt hier bei den 10.000. Man könnte natürlich auch nochmal das X-Tageshoch und das X-Tagestief sich ansehen. Machen wir jetzt hier nicht. Ich denke, wir haben ja einen guten Abschluss gefunden mit dieser Strategie. Konnten die nachstellen, auch profitabel nachstellen, aber der Drawdown war jetzt einfach zu hoch. Ich gucke nochmal ganz kurz in die Fragen rein. Ansonsten würden wir auch zur Bewertung kommen der Strategie. Und genau, würde dann hier nochmal vorspulen. Also wir konnten an den Charts sehr schön sehen, dass die Strategie durch diese nicht mehr vorhandenen Korrelationen oder nicht mehr oder andersartigen Korrelationen, so kann man es vielleicht besser sagen, in den Märkten nicht mehr so gut funktioniert. Und das haben wir halt auch bewiesen. Ja, und es ist eine sehr einfache Strategielogik. Intermarket-Analyse zur Trade-Bestätigung finde ich immer gut. Kernaussagen konnten bestätigt werden. Ja, leider ist das Marktverhalten doch ein bisschen anders geworden seit einigen Jahren. Deswegen konnten wir dann nicht mehr diese Performance erzielen. Gold verbessert das System auch nicht so stark wie erwartet. Da hätte ich mir viel mehr erhofft nach Larry Williams, aber vielleicht war das 82 bis 98 anders. Das müsste man mit den Daten, wenn man die zur Verfügung hat, auch nochmal testen. Interessant sind natürlich immer Aktien. Warum soll das dann nur auf dem S&P 500, also auf dem ES Future funktionieren? Man könnte sich auch starke Aktien raussuchen, die sehr gut korrelieren mit den Anleihen. Diese Korrelation ist ja scheinbar immer noch da und die dann testen. Und man könnte auch einen Trailing Stop testen, damit man halt diesen 10.000 oder von diesem 10.000er Stop wegkommt und den Stop dann sukzessive ranziehen kann. Vielleicht auch ja ein Trailing Stop mit einem 5-Tages-Tief oder so. Das wäre bei so einer Strategie vielleicht auch eine Möglichkeit. Wobei wir ja nur 2, 3 Tage jetzt in der letzten Variante im Markt sind. Ja, da sind wir eh nicht lange drin.
Da macht natürlich, in der letzten Variante macht natürlich der Trading Stop da wenig Sinn. In der ersten Variante hätte er mehr Sinn gemacht. Okay. Schau noch mal ganz kurz. Ach genau, Bund und DAX haben wir jetzt gar nicht getestet. Das kann jeder für sich selbst machen. Ich hatte diesen Test nämlich doch schon durchgeführt. Ich habe das eben gesehen in meinen Notizen. Ich kann dazu sagen, dass es mit dem Bund und DAX leider nicht funktioniert. Warum kann ich nicht genau sagen? Aber, ja, also ich weiß es nicht. Ich würde es sagen, wenn ich es wüsste. Aber im Bund und DAX funktioniert das System einfach nicht so gut. Hatte ich mir notiert. Da kommen wir sogar auf negative Werte im DAX. Da scheint die Korrelation nochmal andersartig zu sein und ja, da können wir das nicht. Ja, 10.000 Dollar ist es ja in dem Markt. Man kann ja auch andere Märkte nehmen. Man kann ja zum Beispiel, wenn man an CFDs denkt oder andere Instrumente denkt, kann man dieses System ja auch anders handeln. Das ist ja jetzt nur der erste Test hier mit dem ES Future gewesen. Okay, wunderbar. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich. Das ist dann auch das Ende der Folge Behandelt System im Scheck. Wir sind ja schon bei Folge 25, was super ist. Also wir haben bald Halbjähriges. Wir können schon fast eine Flasche aufmachen. Und ja, wen es interessiert, oben rechts die fünf besten Handelssysteme im DAX funktionieren immer noch sehr gut. Kann ich jedem empfehlen. Schaut es euch mal an bei ninjaacademy.traderfox.de. Und ich denke, wir werden in nächster Zeit auch noch vielleicht weitere Kurse erstellen, die dann auch noch sehr interessant sind. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder mit dabei seid um 19 Uhr und wünsche euch noch einen schönen Abend. Genießt noch ein bisschen die Sonne, wo noch Sonne ist. Und für die Väter genießt morgen den Vatertag. Ist mit 50 Schluss, genau. Wir machen so lange weiter, solange Interesse natürlich besteht. Das ist klar. Genug Strategien gibt es ja. Okay, ich wünsche einen schönen Abend und beende dann das Webinar hier für alle. Vielen Dank. Tschüss.